Hallo alle zusammen, ich bin Elena und ich bin deine Deutschlehrerin. Heute sprechen wir über das Thema Sprechen Teil 2 und Teil 3 der mündlichen Prüfung A1. In meinem früheren Video kannst du sehen, wie sieht das Teil Nummer 1 aus, sich vorstellen. Link dazu findest du im Infobox. Übrigens, im Infobox findest du auch den kompletten Test von TEL kostenlos zum Herunterladen. Im Infobox findest du auch alles, was ich jetzt hier erzähle, schriftlich, alle Fragen und alle Themen. Nun starten wir. Also, Teil Nummer 2. Um Informationen bieten oder Fragen stellen. Wir sagen Fragen stellen. Also, Sie bekommen Kärtchen und da steht ein Wort, zum Beispiel Hobby. Und das Thema ist Freizeit. Es gibt mehrere Themen. Freizeit, Essen und Trinken, Wohnen, Einkaufen und noch irgendeine. So, diese Themen findest du im Infobox. Also, dann musst du zu diesem Wort auf dem Kärtchen zum Thema eine richtige und passende Frage stellen. Zum Beispiel Thema Einkaufen. Das Wort ist Brot. Du kannst sagen, wo kann ich Brot einkaufen? Oder was kostet das Brot beim Aldi? Oder wo kaufst du Brot ein? Und ihr, dein Partner, soll auf diese Frage reagieren. Zum Beispiel, das Brot kaufe ich beim Aldi, beim Lidl, beim Penny, im Supermarkt. Oder was anderes. Aber die Frage zum Thema Einkaufen, zum Beispiel, magst du Brot? Das ist falsch. Magst du Brot? Ist das Thema Essen und Trinken. Und dein Thema ist gerade Einkaufen. So, alle Fragen, alle möglichen Fragen, schau bitte im Infobox nach. Nun kommen wir zum Teil Nummer 3. Beim Teil Nummer 3 bekommst du ein Foto von einer Sache, zum Beispiel eine Flasche, ein Hund, eine Katze, ein Handy, eine Briefmarke, eine Uhr, also ein Foto ohne Wörter. Und hier musst du fragen, zum Beispiel, was kostet deine Uhr? Wie oft verschickst du Briefe? Isst du Bananen gern? Hast du eine Banane? Hast du eine Uhr? Brauchst du eine Uhr? Brauchst du einen Hund? Wie viele Hunde hast du? Wie viele Uhren hast du? Wie viele Handys hast du? Wie ist deine Telefonnummer? So, das heißt, du siehst ein Foto und du stellst eine Frage oder eine Bitte. Zum Beispiel, gib mir bitte dein Handy. Gib mir bitte eine Flasche Wasser. Gib mir bitte deine Uhr. Oder Sie können auch fragen, mach bitte Fenster zu, mach bitte die Tür auf. So, ich hoffe, mein Video hat dir sehr gut gefallen. Teile dieses Video an alle deine Freunde und schreibe mir unbedingt in die Kommentare, welche Themen sind für dich sehr wichtig. Da mache ich ein Video extra für dich. Und nicht vergessen, im Infobox bitte schauen, den Test herunterladen und alle Fragen, die ich geschrieben habe, lernen. Zu Hause lernen. Tschüss, wir sehen uns!